Hallo Menschen, heute kommt Teil 2 meiner Videoreihe, in der ich die Lieblingsbücher anderer BooktuberInnen belese. Und nur noch mal ganz kurz zur Erinnerung, das müssen nicht immer die drei Lebenslieblinge sein, aber irgendein Titel, den ich mit den Personen in Verbindung bringe, den sie mehrmals genannt haben und oder es kann auch einfach nur ein Liebling aus dem letzten Jahr oder so gewesen sein. Und bei Sarah fällt mir aber mal auf, dass sie doch sehr, sehr häufig den Deutschen Buchpreis, also auch die Nominierten, beliest. Nicht jedes Jahr, aber doch immer mal wieder und in, oh, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, aber auf jeden Fall in dem dann auch Blaue Frau von Antje Ravik-Strubel gewonnen hat, hat sie eine sehr positive Rezension dazu hochgeladen. Und ich höre das aktuell als Hörbuch. Ich habe auch eine ganze Weile vorher überlegt, ob ich es als Hörbuch hören möchte, denn ich denke, das ist ein Buch, bei dem man ordentlich am Ball bleiben muss. Das kannst du nicht einfach so ja, nebenbei hören und vielleicht auch irgendwie mal 30 Sekunden überspringen oder so. Ich habe mir aber halt wirklich vorgenommen, okay, wenn du es anmachst, dann konzentrierst du dich wirklich und vielleicht auch nicht, also ich höre es zwar auch beim Fahrradfahren, aber zum Beispiel auch einfach mal daheim, wo ich mich wirklich auch konzentrieren kann und bin auch der Meinung, dass es das Buch nötig hat. Nicht, weil es so unglaublich schwierig ist, aber das letzte Hörbuch, was ich gehört habe, war halt die unendliche Geschichte von Michael Ende und das mochte ich ja auch sehr, aber ich meine, es ist einfach ein bisschen ein simpleres Buch. Und bei dem hier bin ich jetzt gerade bei 30%. Das ist also so eine Art Zwischenfazit und ich mag es. Ich habe aber tatsächlich erwartet, dass ich es wahrscheinlich lieben werde. Das klingt nämlich genau nach einem Buch für mich. Wir haben eine junge Frau als Protagonistin, die im tschechischen Riesengebirge aufgewachsen ist, jetzt aktuell aber gerade in Finnland lebt. Das Ganze wird nicht chronologisch erzählt. Wir springen viel hin und her. Und so ganz langsam kommt raus, dass wohl irgendetwas mit sexuellem Missbrauch in ihrer Vergangenheit passiert ist. Auch rechtzeitig sagt sie schon sowas wie, ja, ich, also sie überlegt, ob sie eine Aussage macht oder eben auch nicht. Also hadert da immer so ein bisschen mit sich selbst. Drumherum passiert noch was anderes. Sie lernt zum Beispiel noch jemanden kennen. Und wir erfahren halt einiges aus ihrer Vergangenheit. Aber es ist, ja, es gibt halt keine so stringente Handlung, was auch vollkommen okay ist. Ich muss aber sagen, also das Ganze wird von der Autorin selber gelesen und die liest nicht schlecht, wenn ich sie, glaube ich, eben auf einer Lesung treffen würde, würde ich sagen, alles gut, aber es ist vielleicht auch nicht ganz so die Stimme oder die Erzählweise, bei der man sagt, oh mein Gott, du solltest unbedingt Hörbücher lesen. Also wisst ihr, es gibt doch manchmal so Menschen, die einfach eine wunderbare Vorlesestimme haben. Und zum Beispiel bei Gerd Heidenreich fand ich, dass der perfekt zur unendlichen Geschichte gepasst hat. Antje Ravik-Strubel ist vielleicht doch mir ein Tick zu monoton. Ich meine, natürlich ist es auch keine wunderbar fröhliche Geschichte. Es ist schon in Ordnung, das jetzt vielleicht nicht ja, total überemotionalisiert zu lesen. Aber bis jetzt haut mich der Vorlesestil vielleicht nicht um. Er ist, wie gesagt, er tut sein Ding, er ist in Ordnung, aber er ist auch nicht so großartig. Und ich warte mal noch ab, also aktuell ist nämlich meine Bibo gesperrt, sowohl die Online als auch fort. Wenn es das als physische Ausgabe gibt, würde ich vielleicht doch nochmal wechseln, ob es mir doch ein Tick besser gefällt. Aber vielleicht ist es auch, also vielleicht wird es für mich halt ein gutes und kein brillantes Buch, aber ja, wie gesagt, ich mag es bisher. Achso, und ich habe ja noch gar nicht die titelgebende Blaue Frau. Da weiß ich aktuell noch nicht so ganz genau, was es ist. Es gibt immer mal so kurze Einschübe mit ihr. Ob das ein Selbstgespräch der Protagonistin ist, ob das wirklich so eine Art mystisches Element mit reinbringt. Ich bin mir gerade noch ein bisschen unsicher, bin aber gespannt, wie sich das alles entwickelt. Also aktuell mag ich es, aber ich liebe es noch nicht. So, ich bin jetzt bei 70% und mir ist jetzt erstmal wirklich bewusst geworden, was ich in meinem letzten Update meinte. Mir fehlt irgendwo noch so ein bisschen die Begeisterung, die ich erwartet hatte. Und ich glaube, es liegt hauptsächlich daran, dass uns die Protagonistin ziemlich lange sehr fern bleibt. Das ist so ein
lakonischer Erzählstil, den ich noch in meinen Anfangs-Booktube-Zeiten fand, ich den großartig. Ich erinnere mich ja gerade so an Der Russe ist einer, der Birken liebt von Olga Kirjasnova. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Das ist auch so, ja, so eine Erzählweise, die die Protagonistin recht fern bleiben lässt, die nicht unbedingt mitreißend ist. Und ich habe halt die ganze Zeit, ich habe dieses Buch gelesen und habe mir so gedacht, so ja, wenn ich objektiv drüber nachdenke, erkenne ich schon all die guten Punkte, aber irgendwie, ja, komme ich nicht so richtig ran. Und das ist auch so, also man kann absolut verstehen, warum das den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Ich sehe auch all die Themen, also man hat dieses Ost-West-Ding mit dabei, also sowohl Ost- und Westdeutschland, aber vor allem eher dann so in Osteuropa-Richtung. Es geht um die Post-Sowjetzeit, es geht natürlich um sexuellen Missbrauch, das habe ich ja schon erwähnt. Dahinter steckt auch nochmal so innereuropäische Migration, aber auch die, wie sagt man, die ausnutzenden Verhältnisse, die dadurch teilweise entstehen. Das heißt, vom Thema her absolut Buchpreisbuch, das kann ich definitiv verstehen, aber ich konnte irgendwie selber nicht so voller Begeisterung sprechen. Und ehrlich gesagt, es ist auch ein bisschen doof, wenn es dann halt so die schlimmen Szenen eines Buches sind, die einen dann erstmal so wirklich mitfühlen lassen. Aber hier war es halt schon so, dass als es dann zu dem Vorfall kommt, und ich drücke es jetzt einfach nur mal bewusst so aus, also man kann es schon direkt benennen, aber ich will jetzt nicht erklären, was, wie, wo, wann passiert ist, weil wir das halt auch relativ spät im Buch erfahren. Aber ich will gerade darauf hinaus, wie die Reaktion danach war. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich Worte dafür finden kann. Ich war so wütend beim Lesen. Und das ist aber erst halt auch das erste Mal während des Lesens, dass da überhaupt eine große Emotion in mir entstanden ist. Weil vorher habe ich gedacht, okay, ja, die Themen sind da. Aber ich könnte jetzt nicht behaupten, dass es allzu viel in mir ausgelöst hat. Aber bei dem Moment war ich wirklich so sprachlos vor Wut. Und ich höre es ja, wie gesagt, beim Fahrradfahren. Ich musste da wirklich, ich so, oh, ich möchte nicht wissen, wie ich geguckt habe, während ich das gehört habe. Also hat ganz viele negative Emotionen in mir ausgelöst, was ich aber positiv meine, jetzt im Sinne davon, dass es halt gute Literatur ist. Und bitte nicht falsch verstehen, ich bin nicht der Meinung, dass ein Buch einen immer aufwühlen muss oder so. Aber speziell bei dem Roman habe ich irgendwie die ganze Zeit drauf gewartet. Allerdings, das wollte ich gerade noch mal einfügen, was ich vorher sagte, dass es einem so fern bleibt, ich finde, das hat auch noch was damit zu tun, dass die Charaktere so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich sie total realistisch finde. Also auch eher so die Nebenfiguren. Ich gebe euch nochmal zwei Beispiele, die ich ganz auffällig fand. Das ist ein normales Gespräch, ne? Und vor allem mit unserer Protagonistin, also einer Tschechin, die neu in Deutschland ist, die die Sprache gut anscheinend schon ganz okay beherrscht, aber gerade frisch lernt. Und da sagt ihr Gegenüber zu ihr mal folgenden Satz. Und es ist nicht so, dass ich den Satz inhaltlich doof finde, aber ich stelle mir einfach vor, wie Personen das so in einem normalen Gespräch sagen und ich bin mir nicht sicher, ob ich das realistisch gezeichnet finde. Also sie sagt, die Sprache erzählt uns, wer wir sind. Sie gaukelt uns vor, wir wären wirklich, wir wären, was wir sind, woher wir kommen. Dabei sind wir nur das Blinzeln einer Empfindung, die verfliegt. Weiß ich nicht, ob Leute so miteinander reden, vor allem mit einer, die die Sprache gerade lernt. Und die andere Stelle, gebe ich zu, da habe ich das Hörbuch nicht angehalten, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich es wortwörtlich zitiere, aber so in der Art von, wir warten alle am Horizont des Entscheidungszwangs. Na, also wie gesagt, die Sätze an und für sich, oder wenn die vielleicht so im Fließtext wären, aber das sind Sätze, die jemand wirklich spricht. Das meine ich mit, wenn Leute so solche Sachen von sich geben, das wirkt auf mich doch sehr fern und nicht wie so eine normale, lockere Interaktion. Sondern schon eher so ein bisschen, als würde die Autorin eben gerne anhand ihrer Charaktere bestimmte Typen und bestimmte Themen vorstellen wollen. Das war so ein bisschen mein Problem mit dem Buch. Wie gesagt, so teilweise hat sich das jetzt so ein bisschen wieder aufgelöst, weil ich jetzt doch eben ein paar Emotionen in mir gefunden habe. Aber deswegen kam bei mir, glaube ich, lange keine Begeisterung auf, obwohl ich rein objektiv immer sehen konnte, ah, okay, das macht das Buch eigentlich ganz gut. Aber ich habe es nicht so gefühlt. Ja, das so als vorletztes Update und dann kommen wir jetzt gleich zum Fazit. All before I'm leaning higher now, so I'm
Let's raise the red flags high. Seems I have a little bit of trouble trusting people sometimes. Oh, my heart is paralyzed. I think it's time I try to open what's inside, little by little. So, ich habe Blaue Frau gestern noch zu Ende gehört und ich mochte es doch sehr, kann man wahrscheinlich sogar sagen. Um so ein richtiger Lebensliebling zu werden, war es mir eben am Anfang doch etwas zu fern, aber es hatte dann doch eine gewisse Wucht, die es so entfaltete und die ich dem auch anrechne. Also ich, wenn ihr es in Sternen formulieren wollt, vielleicht so 4 von 5, wirklich gut. Ich habe auch sehr lange gebraucht, um zu erkennen, wer die blaue Frau ist, beziehungsweise bei manchen, also an manchen Stellen bin ich mir im Nachhinein doch immer noch ein bisschen unsicher, was jetzt so die Interpretation betrifft, aber eigentlich kommt es am Ende dann doch eben ganz gut raus. Also ich mochte, wie sich die Autorin, also so habe ich es eben interpretiert, selber in die Geschichte mit reinschreibt, als diese Ich-Erzählung eben und die ganze Sache rund um Adina ist ja, Adina? Oh Gott, ich habe es halt nur gehört, da ist immer so eine Sache, ist halt in der dritten Person geschrieben. Also diese verschiedenen Verwebungen zwischen Realität und Fiktion und eben, aber das habe ich ja von Anfang an gesagt, so das Grundthema oder die Themen finde ich auf jeden Fall auch gut. Also das bekommt von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Ihr müsst euch eben einfach nur drauf einlassen, dass da eine gewisse Distanz gewahrt wird, vor allem so am Anfang, dass es eine recht langsame Geschichte ist, bei der die Protagonistin uns vielleicht anfangs nicht so richtig rankommen lassen will. Aber ja, wenn man da, glaube ich, so mit den richtigen Erwartungen rangeht, dann kann das doch eine sehr eindrückliche Lektüre sein. Und damit kommen wir zum nächsten Update. Um genau zu sein, habe ich dieses Buch schon vor einer Weile begonnen, denn es ist ein Gedichtband und ich hatte eben nicht vor, 500 Seiten Gedichte am Stück zu lesen, weswegen ich das immer schon mal so ein bisschen mit, wie sagt man, eingesprenkelt habe. Und ich muss sagen, ich tue mich ein bisschen schwer mit dieser Gedichtsammlung. Also das ist chronologisch geordnet und der erste hier enthaltene Gedichtband lautet eigentlich Landaufenthalt aus dem Jahr 1969 und den habe ich tatsächlich dann nach 40 Seiten abgebrochen. Also da gab es so gar kein Gedicht, was mich irgendwie also weder berührt hat, noch wo ich die Sprachspiele jetzt so loben konnte. Und ich dachte aber auch, na gut, es ist ja chronologisch aufgebaut, vielleicht ist halt einfach ihr Frühwerk nichts für mich. Und jetzt habe ich mich an den letzten hier enthaltenen Gedichtband mal gemacht und der hieß Schwanenliebe. Und ich lese euch mal ein paar Sachen vor. Also hier gab es dann so einzelne Formulierungen, die mir gefallen haben. Zum Beispiel das hier. Nun begleitet mich mein Schatten. Kehren wir nach Hause zurück? Steckt das Mondlicht im Schlüsselloch. Und das nächste war, glaube ich, auch irgendwie mit einem Mond. Wir bemerken ein gewisses Muster bei mir. Die Einsamkeit und die Freiheit. Kinder des Monds, Hand in Hand. Und der letzte ist auch so was ganz Kurzes. Und ich glaube, man kann das unterschiedlich betonen. Das gilt es zu lernen. Allein sein, ohne daran zu denken. Oder man kann sagen, allein sein, ohne daran zu denken. Das fand ich ganz gut, aber auch hier ist es wieder so, dass kein Gedicht als Ganzes mich begeistert hat. Also, dass ich mir, das ist ja eine Bibliotheksausleihe, dass ich mir also mein Handy nehme und das abfotografiere, weil ich es so großartig finde und in einem Jahr nochmal lesen möchte. Dies kam bis jetzt nicht vor. Ich denke, ich werde es jetzt immer so machen, dass ich abwechselnd halt jetzt, also jetzt lese ich den zweiten Gedichtband, dann den vorletzten, dann den dritten, dann den drittvorletzten und so, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich halt nun vielleicht mit einer bestimmten Phase ihres Schaffens nichts anfangen kann, weil ich kann mich noch daran erinnern, die Sarah hatte, ich glaube, sogar mehrere Gedichte mal von ihr vorgelesen oder auch immer wieder erwähnt, wie toll sie fand und das, was sie vorgelesen hat, hat mir gut gefallen, aber irgendwie muss ich es, glaube ich, erst noch finden. Hier lang.
Ich habe die Sarah Kirsch abgebrochen. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ich glaube, ich habe über 120 Seiten probiert. Also wie gesagt, immer mal dort. Und es gab einfach irgendwie nichts, was in mir widerklang, sagt man so. Aber nehmt das mit ein bisschen Vorsicht. Ich glaube, es liegt wirklich eher an mir. Also manchmal funktioniert Lyrik in letzter Zeit. Ich hatte auch noch aus der Bibliothek diesen Auschwitz-Gedichtband und den fand ich sehr, sehr gut. Und manchmal ist es irgendwie einfach nichts mehr. Ist ganz komisch. Ich habe ja früher selber sogar ganz viele Gedichte geschrieben. Ich war da irgendwie auch voll in dieser Lyrikblase so ein bisschen drin, oder wollte halt so auch andere junge DichterInnen, ne, unterstützen, habe mir deren Self-Published-Bücher gekauft und so weiter und so fort. Aber in den letzten Jahren nahm das immer mehr ab und irgendwie, ja, läuft es nicht mehr mit mir und den Gedichten. Also probiert es ruhig nochmal, wenn ich das. Ich weiß gerade nicht mehr, ob Sarah von Uralte Morla ein Einzelvideo mal zu Sarah Kirsch machte oder ob sie es irgendwo erwähnte. Falls ich es finde, werde ich euch nochmal ihre positive Meinung unten verlinken, aber. Wir zwei sind leider nicht warm geworden. So, wir sind beim dritten Buch und ich habe wirklich lange überlegt, ob ich mich für den Titel nun tatsächlich entscheiden soll, denn ich bin sogar keine Krimi-Leserin und ich wollte halt gerne, vor allem nachdem ich die Sarah Kirsch abgebrochen habe, dann noch so einen Erfolg, also für mich selber, so irgendwas, was ich wirklich sehr, sehr gerne lese. Aber ich verbinde Sarahs Kanal schon auch irgendwo ein bisschen mit Sven Stricker und seiner Sörensen-Reihe, denn sie hat den Autor da auch mal interviewt und das gibt es ja tatsächlich gar nicht so häufig im deutschsprachigen Booktube-Bereich und hat eben auch über die Teile der Reihe immer recht positiv gesprochen. Und ich bin jetzt gerade bei 25% und absolut positiv überrascht, wie gut es mir gefällt. Das Erste, was mir auffiel, sind die guten, wirklich witzigen Dialoge. Und jetzt ist Humor natürlich immer so eine Sache, aber ich bin definitiv nicht unbedingt dafür bekannt, dass ich ja, witzige Bücher auch tatsächlich witzig finde oder beim Lesen besonders viel lache. Aber ich höre das ja beim Fahrradfahren und ich muss wirklich mehrmals unterwegs, muss ich lachen oder auf jeden Fall irgendwie so das Gesicht verziehen. Und dabei ist das Außergewöhnliche, finde ich, an diesem Buch, dass es witzig ist, ohne fröhlich zu sein. Sondern man merkt schon sehr zeitig, dass da ja wirklich auch Ernstes so ein bisschen dahinter liegt und dass Sörensen halt wirklich gerade nicht in seiner besten Lage ist. Er ist Kriminalhauptkommissar, ursprünglich aus Hamburg und wir folgen ihm in dem Moment, in dem er auf dem Weg ist. Ich höre es ja nur und ich bin auditiv leider nicht so gut, deswegen habe ich mir den Namen nicht gemerkt. Auf dem Weg in eine kleine Stadt oder eher ein Dorf nach Schleswig-Holstein, wo er sich, glaube ich, selbst hin versetzt hat lassen. Also, ne, er wurde nicht strafversetzt oder so, sondern er hat mit einer Angststörung zu kämpfen. Kurz nach Weihnachten wurde er jetzt auch noch von seiner Frau verlassen, die die gemeinsame Tochter dann eben zu sich genommen hat. Und grundsätzlich hat Sörensen, glaube ich, echt schon bessere Zeiten in seinem Leben gehabt. Also, da geht jetzt gar nicht so sehr darum, dass irgendwie seine berufliche Laufbahn leidet, sondern wirklich eher so was tief in ihm liegendes, ja, liegt gerade so ein bisschen quer. Und was ich auch nicht erwartet hätte, ist, dass ich die Sprache mag. Sven Stricker arbeitet viel mit Schachtelsätzen, aber nicht so der komplizierten Art und Weise, sondern wo halt wirklich in einem Satz irgendwie so viele Ecken und Nebenbemerkungen, dann noch irgendwie ein Kommentar dazu drinstecken, dass dadurch auch eben schon wieder so ein gewisser Humor entsteht. Sowieso stecken viele Reflexionen in dem Text drin. Also wenn Sörensen zum Beispiel, also es gibt ein Gespräch und als Leserin denkt man sich auch schon so, naja, die eine Seite argumentiert jetzt aber nicht so gut und Sörensen denkt sich nach dem Gespräch dann auch sowas wie, oh mein Gott, das war jetzt aber gerade nicht so souverän von mir. Also ich finde, in dem Fall ist es einfach sehr realistisch, wie man manchmal in Worten irgendwas durchzieht oder irgendwas behauptet oder bei einer Meinung bleibt oder vielleicht auch etwas sagt, was man gar nicht sagen will. Und man merkt eigentlich selber schon so währenddessen, mein Gott, was mache ich denn hier? Oder das ist vielleicht gar nicht meine Meinung oder ich übertreibe gerade. Und sowas kommt immer wieder vor. Ja, und rein inhaltlich ist, also unser Mord ist schon geschehen, ist gleich am ersten Tag, als er in diesem kleinen Kaff ankam, wird er halt mit einem Mordfall konfrontiert, was ja eigentlich gerade der Grund war, warum er aus Hamburg weg wollte. Er wollte einen kleinen, ruhigen Job irgendwo haben und ich stelle jetzt schon mal so die Prognose, vermutlich werde ich alles rund um den Kriminalfall
ehrlich gesagt gar nicht so interessant finden. Dafür bin ich einfach die falsche Leserin. Ich fiebere da irgendwie auch gar nicht so sehr mit. Und wer hat es nun gemacht und wer sind die Verdächtigen? Und hier wird man auf eine falsche Fährte gelockt. Ich bin da eher so wie, ja, okay, erzähl es mir einfach. Ich habe da nicht so diesen Drang, das vielleicht irgendwie selber herauszufinden. Aber ich glaube, dass ich alles Zwischenmenschliche und auch den Humor sehr, sehr mögen werde. Und ich habe jetzt nur noch ein Problem. Ich habe das als Hörbuch bei BookBeat angefangen, in vollem Bewusstsein, dass mein Kontingent an Stunden bei BookBeat nicht mehr reicht. Und ich habe gerade eben die Grenze erreicht. Und ich muss jetzt mal kurz überlegen, weil ich kenne mich bei BookBeat auch gar nicht aus, ob ich jetzt quasi irgendwie nochmal den Vollpreis zahlen muss. Aber ich habe ja gar nicht mehr so viele Tage jetzt bis die 30 Tage ablaufen. Egal, ich werde es schon irgendwie klären, denn ich möchte es eigentlich gerne als Hörbuch weiterhören. Das wird vom Autor selber gelesen. Und das fügt so viel hinzu, meiner Meinung nach. Er hat da diesen norddeutschen Dialekt mit drin. Also normalerweise bei vielen anderen SprecherInnen mag ich das überhaupt nicht, wenn die zu sehr übertreiben oder halt zu viel, finde ich, Interpretation in die Art und Weise legen, wie Menschen sprechen, wenn das nicht im Buch auch dort drin steckt oder steht. Ja? In dem Fall ist es ja aber der Autor, der erstens genau weiß, wie er sich das so gedacht hat. Und für mich als Nicht-Norddeutsche sorgt es tatsächlich auch noch so für ein bisschen Flair, ohne dass es jetzt irgendwie kitschig oder klamaukig wirkt, sondern ich finde ja wirklich einfach so ein bisschen so frei Schnauze, aber ja, auf eine sehr gute Art und Weise. Und ja, dann schauen wir mal, wie ich es weiterhin finde. Am I crazy now? Am I going mad? 'Cause as of lately, I've been missing what we have. Now you're right here, but there's a fear you won't come back. Now I'm busy overthinking about a moment that hasn't passed. It's razor red flags high. Seems I have a little bit of trouble trusting people sometimes. Okay, die Lichtverhältnisse sind eher bescheiden, aber das soll uns nicht weiter stören. Ich bin tatsächlich schon durch mit Sörensen und ich muss nochmal betonen, dass ich vorher nicht gedacht hätte, dass mir dieses Buch so sehr gefallen würde. Ich meine, es ist ein Krimi, um genau zu sein, eigentlich irgendwie sogar so ein Regionalkrimi. Das ist überhaupt nicht meine Richtung. Aber ich fand es sehr, sehr gut und also ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber ich glaube echt 90% von dieser positiven Wertung macht das Hörbuch aus. Der liest das so, so gut. Ich liebe diesen Dialekt, der kriegt die Sätze halt in genau der perfekten Betonung rüber und ich werde jetzt tatsächlich auch mit der Reihe weitermachen, einfach nur, weil ich das gerne noch weiter als Hörbuch hören möchte. Und das ist aber natürlich auch nicht nur jetzt so seine Vorlesestimme, sondern auch die Charaktere sind sympathisch und gut geschrieben. Ich würde tatsächlich gerne einfach mit Sörensen und dem Hund auf dem Sofa lümmeln. Das ist so ein guter, habe ich das Gefühl. Also der ist mir wirklich fast schon so ein bisschen ans Herz gewachsen, so über diesen ersten Band hinweg. Und ich meine, klar, das auch nochmal, um das zu betonen, es ist erstmal nur ein erster Band. Das heißt, gerade die Nebenfiguren sind jetzt vielleicht noch nicht so ausgearbeitet, aber die Interaktionen fand ich auch jetzt schon toll. Also es sind sehr lockere Dialoge, manchmal ein wunderbar trockener Humor, also irgendwie so eine richtig hingerotzte Nebenbemerkung, so schlagfertig manchmal, wie ich es definitiv nicht sein könnte. Gleichzeitig aber auch das, was ich im vorherigen Schnipsel schon gesagt habe, dass es halt Momente gibt, wo Sörensen manchmal zwischenmenschlich dann doch auch so ein bisschen, versagt, ist jetzt gerade übertrieben ausgedrückt, aber ja, es kennt wahrscheinlich jeder von uns, dass man manchmal irgendwie sich nicht so eloquent ausdrückt, wie man möchte und wie gesagt, an anderer Stelle dann halt irgendwie wirklich ganz tolle Gespräche wieder. Und dann gleichzeitig zu dem Humor, aber halt dann auch noch die bereits erwähnten ernsten Themen und ich fand, das war eine super Mischung, also auch wie sich das dann aufbauscht und was eben auch alles noch so rauskommt und tatsächlich hat mir sogar sehr gut gefallen, dass es halt nur so in diesem kleinen Ort ist, dass es jetzt nicht darum geht, die Welt zu retten und den bösen, super Bösewicht auszuschalten, aber dass man trotzdem merkt, dass halt auch so vermeintlich, also was heißt,
kleine Verbrechen, das sind keine kleinen Verbrechen, aber halt auch so im kleinen Ausmaß, wie erschütternd und schlimm das trotzdem ist. Ne? Also auch wenn es jetzt vielleicht halt, ne, kein Serienmörder mit irgendwelchen 10 Opfern, die er dann noch irgendwie auf eine mysteriöse Art und Weise trapiert, das kommt ja alles nicht vor, aber trotzdem nimmt es die Leute mit. Und ich mochte halt auch sehr, dass tatsächlich auch die Polizeiangestellten immer noch mitnimmt. An der Stelle übrigens eine kleine Warnung. Ich finde nicht, dass es ein Spoiler ist, aber ich würde sagen, bei dem Thema würde ich es schon vorher sagen. Es geht unter anderem auch um Kindesmissbrauch. Sowohl der Mord am Anfang als auch das Thema wird jetzt nicht irgendwie ausgeschlachtet oder total explizit beschrieben. Ich fand das alles recht respektvoll und in Ordnung gemacht. Wie gesagt, so dass die Schwere einerseits rüberkommt, aber jetzt auch nicht effekthascherig oder so. Übrigens nochmal so zum Krimi-Plot grundsätzlich. Ich fand es tatsächlich recht sympathisch, dass eben gar nicht so viel versucht wurde, uns jetzt in die Irre zu führen oder so. Also ich meine, natürlich kann man, wenn man will, irgendwie mitraten und vermuten, ach, der ist es oder die hat vielleicht was damit zu tun. Aber eigentlich wurde recht geradlinig erzählt, was ich als Nicht-Krimi-Leserin, wie gesagt, ganz sympathisch finde. Ich weiß jetzt nicht, ob so hartgesottene Krimi-Fans, die das vielleicht irgendwie schon 100 Mal gelesen haben, sich dann halt denken, ja, okay, gut, das war jetzt nichts Besonderes oder so, aber mich stört das überhaupt nicht. So, das klang jetzt alles sehr, sehr positiv, war meine Wahrnehmung auf jeden Fall auch. Wenn ich eine Kritik anbringen müsste, dann wäre das vielleicht so eine Kleinigkeit, die ein bisschen mit Formulierungen manchmal oder dem Augenmerk zu tun hat. Ich gebe mal zwei Beispiele. Das eine ist, dass in dem Text noch die alte Bezeichnung für die indigene Bevölkerung fällt. Und ich meine, ich weiß ja, es gibt Leute, die das halt auch noch immer benutzen. Insofern ist es ja jetzt nicht unrealistisch, aber es lässt sich halt so einfach umgehen. Und ich finde, das gibt dem Buch jetzt nichts, wenn man da irgendwie noch auf die alte Bezeichnung beharrt, es sei denn, man will jetzt zum Beispiel irgendwie einen Kommentar über das Thema abgeben, aber das war in dem Moment nicht der Fall. Oder so eine andere Stelle, da waren sie, glaube ich, mal in einem asiatischen Restaurant und ich weiß schon gar nicht mehr genau, was dort stand, aber es war dann so formuliert: Und noch während er das dachte, fragte sich Sörensen, ob das rassistisch sei. Und wie gesagt, es war nicht total schlimm, aber es fühlte sich so ein bisschen an nach die liberale Mitte, die ja reflektiert genug ist, um zu erkennen, dass ihre Gedanken rassistisch sind. Aber naja, es sind halt nun mal meine Gedanken, was soll ich da machen? Und dann halt an der Stelle stehen bleibt. Also so nach dem Motto, ja, ich frage mich, ob das jetzt rassistisch ist oder ich erkenne es vielleicht, aber Punkt. Und ich meine, ich bin jetzt natürlich nicht an die Lektüre herangegangen mit der Vermutung, dass ich jetzt ein antirassistisches Handbuch lese. Das ist insofern jetzt auch nicht super schlimm, aber vielleicht auch nicht super notwendig. Also wisst ihr, was ich meine? Wenn man direkt das Thema Rassismus behandeln will, auf jeden Fall bringt es mit rein. Oder man könnte ja Beispiele bringen für Alltagsrassismus oder was auch immer oder wie dann darauf reagiert wird oder wie andere Leute sich ausdrücken oder mit dem Thema umgehen und so weiter und so fort. Aber darum geht es in der Geschichte überhaupt nicht. Und deswegen fand ich es aber umso unnötiger, vielleicht bestimmte Formulierungen zu benutzen oder hätte mir dann ja, entweder eine richtige Auseinandersetzung irgendwie so mit dem Thema gewünscht oder es halt vielleicht nicht mit drin gelassen. Ja, also sowas fällt mir halt auf, gerade so mit den anderen Büchern im Hinterkopf, die ich sonst so lese. Und ich kann es auch nicht abschalten beim Lesen, nur weil ich sage, okay, ich lese jetzt einen unterhaltsamen Krimi oder so. Aber es war trotzdem insgesamt eine sehr schöne Lektüre, vor allem eine schöne Hörlektüre. Und damit bin ich sehr, sehr froh, dass wir dann nochmal auf so eine positive Art und Weise enden, was ich ja vorher. Also vorher hätte ich gedacht, die Sarah Kirsch, auch wenn ich mit Lyrik in letzter Zeit nicht so zurechtkomme, dass ich die Sarah Kirsch auf jeden Fall mehr loben werde als den Sörensen. Aber ja, das war eine schöne Überraschung für mich. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare zu den Büchern. Die waren ja diesmal doch auch wieder sehr, sehr unterschiedlich. Eine Buchpreisgewinnerin, einen lustigen, aber auch ernsten Krimi und halt mehr Lyrik. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne dalassen, was ihr zu den Büchern zu sagen habt. Ansonsten habe ich auch alle eure Vorschläge mir aufgeschrieben, also wen ich gerne belesen soll. Aber ich habe es ja das letzte Mal auch schon gesagt, diese Videos dauern dann doch auch immer ein bisschen. Aber ich freue mich tatsächlich, da auch noch so ein bisschen was abzuarbeiten auf die positive Art und Weise. Das sind viele, viele schöne Lektüren, glaube ich, die dann noch auf mich warten. Ja, dann an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.